herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ETS 2. Annika und ich, wir sind immer noch auf dem Weg nach Casablanca, haben jetzt hier nochmal eine kleine Zwischenpause eingelegt. Wir haben mittlerweile die Etappe quasi hier Genf, ist Geneve Genf? Ich hoffe eigentlich fast. Abgeschlossen, wir wollen jetzt hier weiter quasi hier dann gleich rechts und dann sind wir auch fast in Marseille auf der Fähre. Und das Fährstück ist ein ganzes Stück. Also wir müssen einfach mal schauen, ob wir das in diesem Part sogar geschafft kriegen oder auch nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall Casablanca, wir kommen. Und wir fahren auch direkt los. So, du bist, schnall dich bitte an, Annika. Sonst fahre ich nicht los. Okay. Nutzt ja nichts. Es muss von euch nicht mal einer auf die linke Spur rüberziehen. Das tut gar nicht Not. Warum auch? So, du... Alter. Ich fass das nicht. Entschuldigung. Ja, ich hatte es ja im letzten Part schon mal gesagt, hier kommt wieder ein bisschen was von dem ganzen komischen Geblüngel, kommt da vorne auf dem Führerhaus wieder raus, die Windschutzscheibe ist wieder zugegangen, man sieht ja gar nichts mehr. Und kommen wieder ein paar schöne Gardinen dran.
Jesus Maria. Ah, fuck. Eine Sekunde nach links geguckt. Eine Scheißsekunde nach links geguckt. Ich könnte mich die Platze ärgern. Egal. Also so viel dazu, schadensfrei nach Casablanca zu kommen. Fuck. Kindwasser draußen und quakt. Schade, von meinem Taschengeld bezahlen. Motorbremse klingt aber recht spannend, ne? Klötern und knallen ständig.
Sarg auf dem Dach? Scheibenkleister. Jetzt war ich so fasziniert von dem Sarg da auf dem Dach. Penner, du siehst doch, dass ich hier lang fahre. Eieiei. Ach, die Unkonzentriertheit häuft sich. Die Tour war vielleicht doch schon wieder zu lang. Aber mal zu sehen, dass wir auf die Fähre kommen. Los, Rauscher hier durch. Ach, wir müssen die Fähre kriegen, deswegen müssen wir ein bisschen schneller fahren. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr jetzt so rast. Aber die Fähre wartet nicht. Und nach Casablanca mal eben rüber zu schwimmen, dafür ist die Strecke zu lang. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Fähre kriegen. In Mautstation kommt vom Piratentum, ich sag's euch. Mal ruf den Lala.
Nicht bremsen, fahren. Das darf hier gar nicht mehr sein, oder? So, sorry, dass in diesem Part jetzt gerade über so viel geredet worden ist. Bin leicht ermüdet. Könnt ihr nichts dafür? Hä? Ist ja auch nicht wunderbar. Wir fahren jetzt nur noch bis zur Fähre und dann ist für diesen Part auch Ende. Und ich glaube, bevor ich den nächsten auch mache, ich ein bisschen Pause, bis ich mit vollem Elan für euch da bin. Und nicht nur so halbherzig. Aber irgendwie bin ich gerade echt ein bisschen müde. Ärgere ich mich so ein bisschen mit den Unkonzentriertheiten, die dadurch kommen. Insofern. Wäre schön, wenn Annika jetzt mal ein bisschen weiterfahren könnte. Dann würde ich mich hinten in die Kuh hier liegen. Aber. Auf hier, Bus for you.
klar. Selbstredend. Alter, da ist die nächste Mauer. Marseilles. Mal sagen. Na ja, guck, ich bin total tot. Ich sehe schon Mautstellen, wo keine sind, ey. Ist auch mit der Ecke das Fragezeichen von hier drüben nicht, oder? Ja, sein Glück. Ist hier noch irgendwo eins? Das werden wir gleich mitnehmen. Ja. Falsch geguckt. Das ist keins mehr. Alles gut. Okay. Und jetzt sind wir da im Hafen von Marseille. Von Marseille stellen wir uns dann auch noch einen Augenblick hin. Da geht eigentlich gerade, ich nehme noch schön ein bisschen Fisch essen irgendwo. Ja, das machen wir aber unter uns. Brauchen wir ja kein Kamerabild dafür. Uha! Ja, aber ganz schön hart aufgesetzt, ne? Ja, Leute, das sind hier LKW-Parkplätze. Da stehen ja mir scheiße über Wagen. Ja. So, wir kommen ans Ende von diesem Part. Wie gesagt, wir gehen jetzt ein bisschen Fisch essen. Im nächsten Part fahren wir dann auf die Fähre und machen uns dann auf das letzte Stück nach Casablanca. Ich hoffe, es hat euch trotz der Müdigkeit und den zwei kleinen Unachtsamkeiten ein bisschen Spaß gemacht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Micha. Tschüss!